Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Ja, wir werden hoffentlich jetzt bald mal mit dem hier fertig. Also mit dem Steinbruch, dass wir uns hier um das kümmern können. Und auch hier weiter die Breite füllen können, sobald wir hier fertig sind. Was auch noch ein bisschen dauern dürfte. Ja, sie füllen ja auch wieder total durcheinander. Da hat wieder einer einen Stein vergessen. Interessant. Bis jetzt sieht es aber nicht so aus, als ob irgendeiner Steinmangel hat. Oder ist das zufällig Eisen? Nein, es ist ein Stein. Oh, hier sieht's gut aus. Das war zu viel des Guten. So. Da kann ich jetzt noch ein bisschen. Nein, kann ich nicht. Das war zu viel. Ja, so ist gut. Die da wissen sicherlich nicht, was sie tun sollen. Ja, sie rennen hin und her und denken sich, Alter, entscheid dich mal. Und ja, die tragen hier. Ganz super alles ab. Was mir auch so jetzt erst auffällt, ich habe in der letzten Aufnahmesession schon gesagt, dass mir der Cursor nicht so aufgefallen ist bis jetzt. Was mir auch so auffällt, ist, dass der Cursor manchmal ein paar Hänger hat. Also, dass er zum Beispiel jetzt gerade eben so geblieben ist mit dem Kreis dran, obwohl ich über gar keinem Brickthorn war. Das sind Input-Lags, würde ich sagen. Das Spiel hat ja gerne seine Lags. Also, ja, Input-Lags ist auch das Falsche. Input-Lags wäre. Ja, Input-Lags ist halt, wenn ich irgendeinen Befehl gebe und der wird nicht akzeptiert. Oder erst viel, viel später, das sind Input-Lags. Wobei, solche haben wir ja so gesehen auch, weil ich ja oft genug sage, mach sauber. Und dann ignorieren sie es einfach. Oder der Befehl wird einfach irgendwie überschrieben. Also auch nicht ganz ein Input-Lag.
bedeutet aber nicht, dass es nicht nervig ist. So, McCoy, du machst mal die Treppe hier weg. Das war nicht ganz so, wie ich geplant hatte. Du sammel mal den Brimstone ein. Den kannst du dann gerne mal lagern. So. Und die Sonne geht wieder auf, oder? Na, noch nicht ganz. Aber es wird heller auf jeden Fall. Wo ist der Kuchen? Ach, den sehe ich gerade auch irgendwie nicht. Ach, da ist er. Dann wird es wegen dem wohl gerade so hell. Das hier wird auch langsam. Kommt halt darauf an, wie viel wir von dem Plateau abtragen müssen für Stein und wie viel wir einfach so abtragen, wie wir das hier geradigt haben. Flupp. Naja, wird sich heiß zeigen. Ja, die Hälfte haben sie schon, die gute Hälfte. Auch wenn da immer noch 112 steht. Wobei dürfte hinkommt 112. Ja, hier sind es noch 96 und die Zahl sollte eigentlich stimmen. Jetzt geht die Sonne langsam auf. Das, obwohl der Corrupt Moon noch hier ist. Also man sieht da hinten am Horizont schon das Sonnenlicht.
Das Löchle, da wollen sie mal wieder nicht füllen. Oh ja, da geht die Sonne schön auf. Noch ist sie aber nicht ganz draußen. Das ist nur die Spiegelung. Ey, endlich wieder Tageslicht. Na, na, na. Wer lässt hier wieder Zeug liegen? Fast fertig. Hm. Wie sieht's hier aus? Haben Sie da noch Lücken gelassen? Die Sie hoffentlich auch bald schließen werden. Ah, hier ist wirklich nicht mehr viel. Und ja, dann können Sie hier das Ding hier mal fertig machen. Und dann bearbeiten wir uns dann mal hoch. Sus. Oh. Oh, Sie füllen das hier auf. Das ist gut. In die Richtung etwas erweitern. Wenn die drei gefüllt wären, dann könnte ich ein gutes Stück erweitern. Flup. Okay, dahin. Flup. Das heißt, die sind hoffentlich schon belegt. Ja, so geht's auch. Tut alles durcheinander, aber so geht's auch. So, jetzt kann ich das gut verschieben.
Da ist übrigens die nächste Querstrebe, deswegen geht das auch ganz easy peasy. So. Sind wir ja auch schon fast durch. Ja, und dann geht's hier rüber. Und das Stück hier, währenddessen wird hier runter abgetragen, dass wir dann hier rum weitermachen können. Ja. Klingt nach einem Plan. Und dann machen wir halt irgendwann von der anderen Seite. Hier gerade runter. Ich weiß gerade gar nicht, kommen wir? Ja, wir kommen auf dieses Fitzelchen. Und das ist zu weit. Okay. Dann bleiben wir erstmal hierbei. Oh, ihr seid fertig. Gut. Das heißt, ich kann den quasi löschen. Und ja, ich glaube, nach dem mache ich erstmal den hier drüben. Was ist schon wieder los hier falsch bei euch? Oh, Weißen, komm mal her. Okay. Das war der typische Satz mit X. Egal. Yo, so, yeah.